Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Unboxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Mini-Tin der Road to Russia 2018 Adrenalin XL Serie. Das Ganze kostet 6,99 € und es gab auch schon den Blister und auch die große Tin schon auf meinem Kanal diese Woche. Die Videos findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung und ich habe bei diesen Videos jetzt nicht so ein Spielchen gemacht, wie ich es sonst eigentlich immer mache, Leute. Deswegen mache ich es heute. Ich würde sagen, für diese Mini-Tin, wie viele Likes wollen wir packen, Leute? Wie viele Likes wollen wir packen? Ich würde mal sagen, 24 Karten, eine Limi, Mini-Tin, 200 Daumen, oder? 200 Daumen schaffen wir auf dieses Video auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Alleine schon dafür, Leute, dass es jetzt tägliche Instagram Posts von mir gibt. Wer noch nicht Abonnent auf Instagram ist, kann natürlich auch dort mich kostenlos abonnieren. Da gibt es exklusive Bilder, weil die Abonnenten auf Instagram wussten nämlich schon, dass es diese Woche nicht nur den Blister gibt, nicht nur die große Tin gibt, sondern auch diese Mini-Tin. Dort gibt es auch exklusive Unboxings von mir, Insta-Unboxings, Leute, wo ich immer 1-2 Booster öffne. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Auf Instagram heiße ich, blende ich jetzt hier auch nochmal ein, PaxUnited96. Jetzt gibt es aber hier erstmal die Mini-Tin, Leute. Die richtig geile Mini-Tin natürlich. Wenn ihr auch die Mini-Tin kaufen möchtet, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung zum Panini Online-Shop. Und ich starte einfach mal rein hier. 4 Booster. Eine Powerkarte, Jakub Blaszczykowski als Fans-Favorite. Und auch Kevin De Bruyne als limitierte Auflage. Richtig geile Karte. KDB Kevin De Bruyne. 105 Control, 101 Angriff. Kann man auf jeden Fall ein paar Pünktchen machen bei der Adrenalin XL Road to Russia 2018 App. Lege ich mal hier oben hin. Dann öffne ich noch die 4 Booster. Und wir starten, Leute, mit dem ersten. Und wir bekommen Tim Sparv von Finnland als Fans-Favorite. Okay. Dann Eugenio Mena. Upsala, ist eine Basekarte, lege ich mal hier hin. Kleinheisler. Ring. Fabra und Robbie Kruse. Robbie Kruse. Im nächsten haben wir den Ersatzstürmer der Galaktischen. Alvaro Morata. Gesetzt ist ja eigentlich immer Karim Benzema, aber wenn Morata reinkommt, dann trifft er meistens auch. Deswegen Real Madrid definitiv mit einem guten Joker da auf der Bank. Vitolo, Luis Muriel, Özyakub, Ronaldo. Leute, CR7 hier, richtig geil. Ronaldo hier, den muss ich auch mal hier daneben packen. Und Casimiro. Weiter geht's mit Ospina als Fans-Favorite. Dann Ratja Nainggolan, Erik Dyer, Kasper Schmeichel, Jonas Svensson und zu guter Letzt Matthew Lecky von Australien. Spielt natürlich in der Bundesliga Ingolstadt, ne? Letzter. Und wir bekommen hier auch nochmal einen Keyplayer. Schade, dass wir keinen Topmaster oder Top-Player hatten. Hakan Çalhanoğlu als Keyplayer. Magnelli Torres. Paulus Arajuri von Finnland. Chris Gunther. Van Dijk und John Guidetti. Nochmal einen schwedischen Stürmer zuletzt, zu guter Letzt. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz alle Powerkarten, die wir hatten. Natürlich hier fangen wir an mit der Limi. Kevin De Bruyne, Çalhanoğlu, Ospina, Morata, Sparv, Blaszczykowski und Ronaldo. Kann man ja auch quasi als Powerkarte bezeichnen, oder? Ist zwar eine Basekarte, aber CR7 ist immer was ganz Besonderes. Richtig geil. Das war die Mini-Tin, Leute. 200 Däumchen. Leute, PAX Army ist auf jeden Fall da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In der Mitte könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Rechts daneben findet ihr die letzten 2 Videos von mir. Checkt sie ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.